geschrieben ist. Aktuelle Norm ist die IEC 14763-3. Es gibt da die sogenannte Basic-Messung. Das ist unsere Messung, unsere Dämpfungsmessung mit der Lichtquelle und den Powermetern. Diese Messung ist laut Norm bindend vorgeschrieben, weil es einfach die exakteste Messung ist. Extended-Messung, Tier 2, ist die sogenannte OTR-Messung, die wir beim letzten Webinar vorgestellt haben. Extended, also diese OTR-Messung, wird zur Fehlersuche benötigt. Bei der Dämpfungsmessung ist eine Fehlersuche quasi relativ unmöglich. Ich bekomme im Prinzip einfach nur einen Dämpfungswert ausgewiesen und muss dann beurteilen, ob der gut oder schlecht ist. Ist der Wert gut, speichere das Ergebnis ab. Ist der Wert schlecht, brauche ich ein OTR, um eine Fehlerquelle zu finden. Das heißt, Extended OTR wird benötigt, um die Fehler zu finden. Ist der Fehler behoben, wird die Dämpfungsmessung wiederholt. Es gibt aber auch viele Firmen, die möchten beides haben. Das spricht die Dämpfungsmessung als auch die OTR-Messung, um praktisch einen Überblick zu bekommen, wie nicht nur, ob die Strecke in Ordnung ist, sondern auch eine Aufteilung optisch, wo die Stecker sind, wo die Schleife sind, damit man so eine Übersicht bekommt, wie das Netz aufgebaut ist.